Wunderschönen Freitagmorgen, liebe Traderinnen und Trader, und herzlich willkommen zu unserem Freitagswebinar hier bei Tickmill, wo wir jede Woche über aktuelle Handelsideen blicken. Wir machen einen Ausblick auf die aktuelle Lage der Charts von großen Indizes und natürlich der Wochenausblick in den Nachrichten, gefolgt von ein wenig Education heute mit dem Thema Übertreibungen clever handeln. Warum dieses Thema? Wir hatten es die letzten Tage genau. Durch die Lage in Italien gab es doch in vielen Charts deutliche Übertreibungen, und da konnte man im kurzfristigen Bereich auch relativ gut den ein oder anderen Trade mit dem Abbau einer solchen Übertreibung machen. Und das ist der Grund, weshalb ich dieses Thema aus aktuellem Anlass heute hier in unser Webinar mit hineingenommen habe. Wie immer werde ich es hier an dieser Stelle auch so machen, dass ich eine technische Trennung mache. Das heißt, wir besprechen zuerst die wichtigsten Themen, und den edukativen Part, den werde ich dann technisch wieder erstmal abkoppeln, bevor wir dann in nächster Zukunft diese Webinare auch zweiteilen. Das heißt, dass ich freitagmorgens das ganz normale Webinar mit den Handelsideen mache und dann in einem zweiten Webinar etwas später am Laufe des Tages den edukativen Part hier in diese Richtung auch mit aufnehme. Das möchte ich auch so gestalten, dass wir für unterschiedliche Ansprüche die Webinare machen. Das heißt, einmal ist das Thema für die Beginner, die in dem ganzen Bereich auch starten, und dann für diejenigen, die schon deutlich an Erfahrung haben, auch das ein oder andere Webinar hier mit etwas tiefergehenden Inhalten. Wie geht es heute los? Das erfahren Sie direkt nach dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit zur Agenda für das heutige Webinar. Ich hatte es am Anfang schon angesprochen. Zuerst geht es um die heutigen Handelsideen. Die konnten Sie ja auch, wenn Sie das mögen, schon lesen im Blog-Eintrag auf tickmill.com auf der deutschen Seite. Danach schauen wir über den Wochenausblick, das heißt, was kann denn die Märkte in der nächsten Woche bewegen? Und dann schauen wir einmal auf die großen Indizes. Wie ist hier sozusagen die aktuelle Stimmung? Und wenn Sie mögen, können wir in diesem Bereich sehr gern auch den ein oder anderen Wunschmarkt analysieren. Und als letzten Punkt hier auf dieser Agenda das Thema Know-how, Übertreibungen clever handeln. Das also die Agenda für den heutigen Tag, und damit gehen wir direkt in die Handelsideen rein. Sie wissen, zur Marktvorbereitung, zum täglichen Handel gehört der Check der Nachrichten, die Dinge, die hier auch noch auf uns warten. Und da haben wir heute doch wieder eine gute Füllung des Kalenders. Sie sehen, wie viel Platz der hier auch aufnimmt. Um 9.55 Uhr gibt es in Europa den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe von Deutschland. Um 10.30 Uhr folgt Großbritannien für sein Land sozusagen mit dem gleichen Index, also auch hier den Einkaufsmanager-Index um 10.30 Uhr im britischen Pfund sozusagen. Mal schauen, was dort passiert, beziehungsweise auch den Index genauer im Auge behalten. Um 14.30 Uhr gibt es in den USA die Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft, und die Arbeitslosenquote wird hier sozusagen veröffentlicht. Das fließt dann auch direkt zusammen noch mit dem Thema private Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Und um 16 Uhr gibt es dann noch in den USA den ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Sie sehen es auch, dafür gibt es auch immer Prognosen. Und je nachdem, wie diese Prognosen ausfallen, kann der Markt dann in die ein oder andere Richtung reagieren. Da ist ja immer so die Frage, wie sind die Erwartungen der Marktteilnehmer? Was lesen die Marktteilnehmer aus diesen Zahlen? Und wie reagieren sie dann entsprechend auf solche Ergebnisse? Das sollte dann auch immer im aktuellen Trading mit sozusagen beeinflusst werden oder Einfluss finden in Ihre aktuellen Trading-Ideen, gerade wenn Sie direkt davor sitzen. Was gibt es heute noch? Wir haben hier wie immer am Abend, am späten Abend deutscher Zeit in Richtung COT-Report die entsprechenden Informationen. Also hier ab 21.30 Uhr bekommen wir die Informationen, was die großen wichtigen Akteure an den Kapitalmärkten in diesen Bereichen auch getan haben. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir direkt auch in
die Charts hinein. Ich habe heute im aktuellen Blog-Eintrag für Sie vorbereitet das Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Wir schauen auf die Währung Euro-Türkische Lira. Die war ja in den letzten Tagen sogar auch in den Nachrichten. Konnten Sie im Fernsehen auch sehen, dass da doch einiges an Bewegung in die richtige Richtung gegangen ist oder in eine Richtung gegangen ist, die die Lira deutlich hat abwerten lassen. Der Präsident hat sogar seine Landsleuten empfohlen, die Barreserven in anderen oder aus anderen Währungen in die türkische Lira umzutauschen. Ja, das kann man halten, wie man möchte. Ob es was gebracht hat oder nachhaltig etwas bringt, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber was ich denke, spielt hier nicht ganz die große Rolle. Wir schauen uns dann direkt den Chart an. Und weil auch Italien diese Tage immer wieder in den Medien ist mit der Regierungsbildung, schauen wir uns mal den italienischen Index hier in unseren heutigen Handelsideen auch an. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt mit dem Euro-Britischen Pfund. Den Chart sehen wir ja jetzt hier im Bild schon vor uns. Wir sehen hier einen Markt. Ich habe Ihnen das mal eingezeichnet. Wir hatten hier sehr schön einen Abwärtstrend, nach unten gerichteten Abwärtstrend. Und hier unten in diesem Tiefbereich um die 0,87, 0, was haben wir hier unten gehabt? Was war das? Wir schauen mal ganz genau hin mit dem Kreuzel. So, wir hatten hier 0,86, 9,82 irgendwo im Tiefbereich gehabt. Und hier hat am Mittwoch eine massive Kursreaktion, Kursgegenreaktion auch stattgefunden. Damit sehen Sie, was auch für Power manchmal in den Märkten steckt. Und diese ist dann im gestrigen Handelstag hier oben in diesen Widerstandsbereich reingelaufen. Das war das Korrekturhoch dieser letzten Korrektur im Abwärtstrend. Und das ist immer sehr, sehr spannend, weil wir haben es hier heute Nacht gesehen, so habe ich es auch im Blog-Eintrag geschrieben, in der Nacht ist der Markt über dieses Level drüber hinausgelaufen. Bei Dingen, die in der Nacht passiert, ist halt immer so das Thema, es sind nicht, sag ich mal, der Großteil der kursbewegenden Akteure im Markt. Deshalb sollte man gerade die Dinge, die über Nacht, wenn sie deutlich laufen, gekommen sind, ein bisschen mit Vorsicht beäugen und erstmal schauen, was der Markt dann macht, wenn die Marktteilnehmer, die Kurse auch massiv mit bewegen können durch ihr Geld, was die davon denken. Und aus diesem Grund ist diese Situation so interessant aus jetziger Sicht, weil wir können hier zwei Dinge erleben. Nummer eins ist, wir bekommen hier erstmal nach diesem Überschub eine kleine Gegenreaktion, das heißt einen kleinen Kursrücksetzer, die Stunde korrigiert sozusagen, wenn wir uns die Stunde hier mal anschauen, den Trendverlauf der Stunde. Wir haben hier natürlich einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend, den der Markt hier nach oben gegangen ist. Dieser erste Trend hat hier auch mal kurz einen kleinen Bruch erlebt, aber der Markt will hier wieder schön nach oben schieben. Das ist das, was wir momentan sehen und aktuell korrigiert das Ganze so ein wenig. Das ist das, was diese Tageskerze uns entsprechend hier auch anzeigt. Sehen Sie, wir sind hier oben reingelaufen und dann kommt der Markt jetzt Stück für Stück zurück. Wenn sich diese Situation jetzt fortsetzt, dass der Markt doch zurückkommt, dann ist das halt ein Zeichen dafür, dass das ein Fehlausbruch gewesen ist, beziehungsweise erstmal ein Durchatmen und Überlegen der Marktteilnehmer. Und in diesem Moment oder in diesem Falle würde es dann doch opportun werden, wenn der Markt wieder rumdreht und dann hier in der Stunde uns anzeigt, okay, der Markt läuft hier runter, wir machen einen neuen Abwärtstrend. Das wäre dann eher eine Indikation dafür, dass wir hier diesen Ausbruch zwar erlebt haben, aber dass der noch nicht nachhaltig war. Und aus diesem Grund fallen die Kurse dann erstmal. Das heißt, wir setzen zu einer Korrektur dieser sehr starken Bewegung auch an. Das würde uns dann in die Situation bringen, dass wir als Händler schauen können, okay, wo können wir denn unsere Kursziele hinlegen für den entsprechenden Trade auf fallende Kurse. In dem Moment würden wir hier sozusagen erstmal das Tagestief des Vortages haben, also vom Mittwoch, das wäre ein Anlaufpunkt. Dann wären wir hier unten in diesem Bereich, das habe ich aus dem Stundenchart herausgenommen, um die 0,87348 als Anlaufpunkt und hier unten dann natürlich, wenn es wirklich massiv tief läuft und der Markt absolut was dagegen hat, dass wir diesen Abwärtstrend gebrochen haben, dann wäre es hier so, dass das hier unten innerhalb dieses Trends, der nach unten läuft, hier auch eine nächste Unterstützung wäre oder die weiter wegliegende Unterstützung bei 0,86973 in diesem Bereich. Das schauen wir uns auch gerne nochmal in der Stunde an, weil auch die oberen Bereiche können wir im Stundenchart sehr, sehr schön sehen. Deshalb blicken wir hier einfach mal in den Stundenchart und hier sehen Sie sozusagen, wo ich diese Level der Absicherung auch hergenommen habe. Das heißt, wir haben hier in der Stunde einen Drehpunkt gehabt um die 0,87586 und der nächste hier in diesem Aufwärtstrendverlauf, den wir hier in diesem Bereich hatten, da hatten wir ein Korrekturtief bei 0,87.
3, 2, 8, das wäre dann auch ein Anlauflevel. Bis dahin ist aber noch viel Platz, nur die sollten wir natürlich für die Szenarioplanung auch mit im Blick haben. Und damit schauen wir mal auf die Oberseite sozusagen rein. Ich skaliere den Chart mal kurz etwas kleiner, damit wir sehen, wo ich diese Punkte hergenommen habe. Also wenn wir hier jetzt tatsächlich hier die Korrektur dieses Aufwärtstrends oder dieser Aufwärtsbewegung gesehen haben und der Markt läuft wieder nach oben, dann würde er sozusagen erst einmal über diesen Hochpunkt hier in diesem Bereich laufen. Ich markiere ihn das mal ganz kurz. Ich muss das jetzt nur etwas klein lassen, damit wir die anderen Anlaufpunkte sehen. Und wenn er dann dort drüber läuft, dann sehen Sie, haben wir relativ nah auch die nächsten Anlaufpunkte hier liegen. Wir haben ja einige Hochs in den Charts, im Stundenchart, die der Markt dann durchaus auch anlaufen kann. Und das kann dann schon eine Dynamik geben, wo wir hier oben reingehen. Und das ist dann interessant aus Sicht des übergeordneten Trendsverlaufes im Tage oder generell, weil wir haben jetzt hier, wenn wir uns den Tag mal anschauen, ein Bild, wo wir sozusagen, wenn Sie das mal so sehen wollen, hier einen Aufwärtstrend gehabt haben, also diesen hier sozusagen. Ich skizziere Ihnen das mal halt mit dieser Linie ein. Also das heißt, das war jetzt mal die erste Bewegung, oder es ist ja immer noch ein Aufwärtstrend. Das heißt, wir haben hier Bewegung, Korrektur, starke Bewegung. Dieser ist tief korrigiert worden. Das heißt, wenn wir diese Linie einfach mal nehmen, wir hatten ja hier unten das Tief entsprechend dieser Korrektur, dieser ersten initialen Korrektur, die dann sozusagen diesen Abwärtstrend hier gebrochen hat. Und dann fließen jetzt hier sozusagen verschiedene Trendgrößen auch ineinander. Das heißt, wir hatten hier einen Aufwärtstrend oder haben einen Aufwärtstrend, der jetzt tief korrigiert wurde, und innerhalb dieser Korrektur hat sich hier ein Abwärtstrend gebildet. Und mit Blick auf diesen vorherrschenden Trend, den wir hier hatten, wäre es jetzt natürlich hier die Situation, dass wir sehen, dieser Trend hier ist gebrochen worden. Wir laufen wieder in Richtung des übergeordneten Trends, und da wären dann die Anlaufpunkte halt die wir hier im Chart auch beschrieben haben. Und wenn wir hier oben drüber laufen, dann würde sich natürlich ein nächstgrößerer Trend formen, sozusagen, den wir hier in diesem Bereich auch sehen hatten, beziehungsweise dieser Trend sich fortsetzt, und da laufen dann die nächsten Anlaufpunkte hier im oberen Bereich. Also nach oben hin ist auch schon noch einiges an Potenzial da. Wie schon gesagt, wenn es jetzt hier nach diesem Rutsch nach oben einen Rücksetzer geben sollte, wäre das für ein kurzfristiges Trade-Szenario. Im mittelfristigen Bereich hätten wir hier natürlich wieder die Stärke-Situation, dass wir die übergeordnete Trendrichtung mit aufnehmen können, und dann stehen hier nach oben hin entsprechend die Positionen schon mal da, die ich genannt hatte, wo die Anlaufbereiche entsprechend auch sind. Also das als Idee für das Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Dann schauen wir einmal, wie besprochen, auf die türkische Lira. Euro TRY ist hier das Kürzel. Auch sehr, sehr interessant, was wir hier in diesem Bereich sehen. Sie sehen es, ich habe das für Sie mal in schwarz gekennzeichnet, hier diesen schönen Aufwärtstrend, den wir hier haben. Die Lira hat also hier deutlich an Kurs verloren in den letzten Monaten, und jetzt hatten wir hier schön diesen wahnsinnigen Spike auch nach oben gesehen, und haben dann sozusagen diese letzte starke Aufwärtsbewegung mittlerweile auch ganz ordentlich korrigiert. Der Markt ist hier in diesen Bereich des Ausbruchs hineingelaufen und hat gestern hier im Chart eine Umkehrkerze sozusagen erarbeitet, herausgebildet, die bei ihrer Bestätigung, wir haben ja jetzt hier den heutigen Handelstag, da läuft der Markt auch schon rein, schon uns zeigt, wir wollen hier nach oben, und damit haben wir dann natürlich auch Anlaufpunkte auf der oberen Seite. Das heißt, wenn wir uns mal damit in Verbindung setzen, dass sich ein Trend eher fortsetzt, als dass er bricht, sehen Sie auch das Potenzial, was dahinter liegen kann, wenn wir hier aus einer schönen tiefen Korrektur herauskommen. In den ersten Bereich, im Widerstandsbereich, sind wir jetzt schon reingelaufen. Nimmt der Trend die Stärke weiter auf, liegt der nächste Wert, den wir als Anlaufpunkt haben, sozusagen hier oben bei 5,51,433, und dann schauen Sie, hier haben wir die 5,62,121 und die 5,64,555 relativ nah auch aneinander liegen. Hier oben hat zwar immer mal der Markt gespiked, aber wir können durchaus hier in diese Kursbereiche reinlaufen, und wenn die Lira weiterhin massiv schwach bleibt, dann spricht auch nichts dagegen, dass der Markt über diese Punkte hier oben drüber laufen kann. Also Sie sehen, es ist doch eine sehr, sehr interessante Mischung in diesem Bereich, die wir hier haben. Und wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart sozusagen auch anschauen, dann haben wir hier die Situation halt, dass dieser Abwärtstrend in der Stunde definitiv gebrochen ist. Wir haben hier schön einen Aufwärtstrend momentan auch am Laufen. Hier oben war ein Widerstandsbereich oder ist ein Widerstandsbereich, wo wir momentan noch nicht drin sind. Wir sehen hier aktuell sozusagen die letzte Bewegung, die momentan in ihrer Korrektur steht. Und wenn wir aus dieser Korrektur wieder herauskommen, dann wäre es ein Zeichen,
sprechen dafür, dass der Markt hier weiter nach oben läuft und wir dann diese übergeordneten Kursziele auch anlaufen können. Und wie schon gesagt, die Punkte, die ich Ihnen hier genannt hatte, sehen wir auch sehr, sehr schön im Trendverlauf der Stunde, wo der Markt einfach schön nach unten gelaufen ist. Wir haben hier den nächsten Bereich um die Preise von 551,492. Dann kommt hier oben schon der nächste Bereich, der nächste Hochbereich, den sehen Sie, gefolgt von diesem hier um die 559,701 und dann hier oben schon die 560,069. Das sind die Punkte, die wir hier im Stundenchart auch schon sehr schön sehen und bei weiter positiver Bewegung auch anlaufen werden, wenn der Markt hier das Ganze nach oben hin spielt. Ganz, ganz klar, das ist soweit in Ordnung. Für diejenigen, die auch in der Szenarioplanung immer zwei Dinge miteinander auch beleuchten wollen, gehe ich aber mal noch auf die Gegenbewegung ein. Das heißt, wenn wir jetzt hier sozusagen aus diesem Rutsch nach unten hier nur eine Korrektur sehen, die in diesem Widerstandsbereich wieder umdreht und nach unten läuft, dann wäre das natürlich die Situation, dass wir als Anlaufpunkt hier auf der Unterseite natürlich erstmal hier diesen Widerstandsbereich wieder hätten. Wenn wir dann hier drunter laufen, Entschuldigung, das ist diesen Unterstützungsbereich hier unten, was ich blau markiert habe, wenn wir darunter laufen, hätten wir natürlich hier erstmal einen untergeordneten Abwärtstrend, weil dieser starke Move kann ja auch ohne diesen schwarz gekennzeichneten Aufwärtstrend zu verletzen, noch bis hier runter laufen. Also von der Korrektur heraus gesehen, ist ja noch einiges an Potenzial da, was korrekturmäßig laufen kann. Das heißt, wir haben schon eine Legitimation für dieses zweite Szenario auch da, dass wir diesen starken Rutsch erstmal eine Gegenbewegung sehen und nach dieser Gegenbewegung der Markt wieder anfängt, hier sich nach unten zu bewegen. Dann wäre natürlich mit unterschreiten. Dieses Unterstützungslevel hier bei diesen 518,503, der nächste Anlaufpunkt hier unten, wir sehen es im Trendbereich bei 5,038,43 hier in diesem Bereich und dann haben wir hier unten dieses Tief der aktuellen Korrektur bei 488,640, also die nicht diese laufende Korrektur, sondern hier, was diese abgeschlossene Korrektur war in diesem Trendbereich, wären dann das die Punkte. Warum gelten diese Punkte oder sind die zählbar? Weil wir hier im untergeordneten Bereich sozusagen, ich mache mal ganz kurz diese Farbe etwas anders, dass wir das dann am Ende besser sehen können. Ich mache es mal in blau und die Linie auch etwas dicker, damit wir hier einen besseren Anhaltspunkt haben. Wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir hier halt diesen Bewegungstrendverlauf und der ist ja auch wichtig, diesen zu sehen, weil wir hier in diesem Bereich natürlich dann immer wieder in die Situation kommen können, zu sehen, wann bricht denn der Bewegungstrend? Und wir hatten halt hier diesen Trend entsprechend reinlaufen, wir hatten hier eine Korrektur und dann nochmal den letzten starken Move nach oben und da sehen Sie auch, dass dieser Bewegungstrend, der hier läuft, momentan der letzte Arm extrem tief korrigiert ist. Er ist in diesen Bereich des Korrekturtiefs hineingelaufen und hier werden wir jetzt sehen, was sich vom Prinzip her entwickelt, der Markt hat jetzt hier schon in diesem Bereich, Sie sehen, ist von oben ja weit runter gekommen hier in diesen Kursbereich. Ich mache das mal noch etwas größer, da kann man es ein bisschen besser sehen. So, und dann mache ich hier mal noch eine andere Farbe für Sie. Da haben wir schon einen Markt laufen, der schon in die Korrektur gegangen ist und auch einen Trend nach unten gezeichnet hat. Und dieser Trend kann sich natürlich auch jederzeit entsprechend fortsetzen. Ich mache das mal lila in der Hoffnung, dass man es gut sehen kann. Und dann hatten wir hier sozusagen die starke Gegenbewegung des Ganzen und der Markt lief dann hier nach unten und dadurch haben wir jetzt hier untergeordnet natürlich einen Trend laufen und dieser Trend ist jetzt gerade in seiner Korrektur und der kann sich natürlich auch fortsetzen. Also das heißt, beide Szenarien, die ich gerade hier besprochen habe, haben ihre Legitimation, sind für beide Handelsszenarien gut. Es kommt halt immer auf die Ausrichtung an, die Sie als Händler haben. Also diese Zeitpunkte, diese Analyse sind ja dafür da, dass Sie sie auch in verschiedenen Zeitebenen traden können. Und dazu ist es gut, wenn wir wissen und sehen auch, wie die Trendgrößen momentan ineinander fließen, was wir hier gerade im Markt sehen. Und das sind die wichtigen Ansatzpunkte, je nachdem, welchen Trend Sie auch handeln, welche Trendgröße Sie handeln, hier die Märkte so zu screenen, dass Sie mit Ihrem Handelsansatz auch die Handelsideen entsprechend umsetzen können. Also das zum Währungspaar Euro-Türkische Lira und damit gehen wir in einen Index und zwar einen sehr beachteten, also mehr oder weniger nachrichtentechnisch beachteten Index und zwar ist das der italienische Kursindex. Wir hatten den ja in diesem Jahr schon das ein oder andere Mal besprochen, als der Markt hier so massiv in einer wahnsinnigen Dynamik über die Hochs gelaufen ist, hat hier sozusagen dieses Level, was wir hier unten hatten, mal angetestet und dann ist er nach oben gespiked, hat korrigiert und dann einen schönen, sauberen Aufwärtstrend
Aufwärtstrend gebildet, der hier extrem gelaufen ist. Und was wir jetzt sehen, ist das gegenüberliegende Extrem. Hier auch wieder Nachrichten induziert. Durch die letzten Tage in den Märkten waren die Nachrichten von der Lage her wirklich so, dass der Markt extrem nach unten gelaufen ist. Und wir haben jetzt hier die Situation gehabt, der Markt hat sich zurückgekämpft in dieses Level, in dieses alte Unterstützungslevel bzw. Widerstandslevel. Von unten war es dann von oben die Unterstützung, von unten der Widerstand. Hier sind wir gestern mal rein und auch drüber gelaufen und da war halt gestern die Frage, Sie sehen es ja auch, was jetzt momentan passiert ist. Gestern war die Frage gewesen, was macht der Markt denn jetzt hier damit? Ne? Läuft er weiter nach oben? Kommt er zurück? Wir haben es gestern gesehen, der Markt lief hier nach oben, ist aber wieder ein bisschen runtergekommen von seinem Hoch, hat aber auch wieder eine schöne grüne Kerze gemacht. Und jetzt stellte sich ja halt die Frage, läuft der Markt weiter runter oder findet er doch die Stärke und Dynamik nach oben zu laufen? Weil wir haben ja jetzt in Italien nachrichtentechnisch wieder die Situation, dass es doch einen zweiten Versuch einer Regierungsbildung geben könnte. Das beruhigt so ein bisschen die Märkte. Und Sie sehen auch, was hier passiert ist. Der Index hat heute Morgen mit einem ordentlichen Gap eröffnet. Also das sind halt so die Sachen, die sind nicht wirklich handelbar, wenn man keine Position offen hat. Das kann man nicht planen. Was hier jetzt passiert ist, wir hatten jetzt hier heute Morgen dieses starke Up-Gap, das sehen wir auch in der Stunde, wenn wir uns diesen Trendverlauf mal angucken. Wir haben durch die Bewegung der letzten Tage hier schön einen Aufwärtstrend in den Markt hinein bekommen. Das ist interessant. Der hat es geschafft, über diesen Widerstandsbereich hier oben drüber zu laufen. Und jetzt sehen wir, steht dieser aktuelle Trend doch sehr, sehr weit in seiner Bewegung. Durch dieses Up-Gap. Das heißt hier, die Dynamik ist weiterhin da. Was wir jetzt hier sehen, ist aktuell die erste starke Gegenbewegung auf diesen massiven Kurseinbruch, den wir gehabt haben. Der Kurs, ich schaue mal ganz kurz rein, ist ja um über 3000 Punkte, also von hier oben, von diesem Level angekommen, bis hier runter ist der Markt um über 3000 Punkte gefallen. Das ist schon Wahnsinn in den paar Handelstagen. Ich glaube, das waren knapp 14 Tage, die wir hier gehabt haben, oder anderthalb Handelswochen, was hier nach unten gelaufen ist. Und das schreit dann sozusagen auch irgendwann nach einer Gegenbewegung. Und die hat jetzt halt eingesetzt. Und hier ist es jetzt halt die Frage, was passiert jetzt hier in diesem Bereich? Auf der einen Seite, wenn sich die positive Tendenz fortsetzt, dann haben wir die nächsten Anlaufpunkte hier in diesem Bereich. Am Ende ist es diese hohe Volatilität in diesem Markt hat natürlich dafür gesorgt, dass die Anlaufpunkte auch sehr weit überdehnt und weg sind. Das heißt hier, wenn wir uns den Tageschart oder auch den Stundenverlauf mal anschauen, dann haben wir hier oben in diesen Bereichen um die 22.000 knapp 800 Punkte den nächsten Anlaufpunkt hier an dieser Stelle und nach oben hin ist dann auch noch etwas Luft, wenn es wirklich nach oben geht. Kommt jetzt hier allerdings eine weitere Abwärtsbewegung, dann sehen Sie natürlich, ist das hier die Gegenbewegung. Das heißt, das ist ein Markt, der momentan sehr, sehr volatil ist und das ist ja das Schöne für viele kurzfristige Trader. Innerhalb solcher Märkte kann man halt Punkte suchen und finden, wo wir immer wieder ranlaufen und das Ganze dann traden können und das dann natürlich aus den kleineren Zeiteinheiten heraus. Das heißt, wenn wir uns hier mal den Verlauf der Stunde anschauen, sehen Sie es, wir haben hier schön den Trendverlauf nach unten auch gehabt. Hier unten gab es das Ende sozusagen. Das heißt, am vorgestrigen Handelstag ist der Markt ja auch mit einem Gap gestartet und hat hier schön das ganze Aufwärtstechnische mitbegeben. Und jetzt laufen wir hier, wie wir laufen. Und da ist jetzt halt die Frage, wie geht es weiter? Läuft der Markt weiter nach oben? Dann setzt sich hier entsprechend ein Aufwärtstrend fort. Wenn wir das mal so sehen wollen, wir haben ja hier Bewegung gehabt. Wir haben eine kleine Korrektur in diesem Bereich gehabt und stehen jetzt weit in der Bewegung. Das heißt, für all diejenigen, die sich sagen, Mensch, diese Dynamik setzt sich fort, dann macht es halt Sinn, jetzt hier einfach mal auch zu schauen, wo sind denn auch Ansatzpunkte, wo man hinlaufen kann. Und wenn man da beispielsweise auch mal in die kleineren Zeiteinheiten hineinschaut, dann sieht man halt die Trendverläufe auch in den kleineren Zeiteinheiten. Und wenn wir hier jetzt schön eine Korrektur bekommen und der Markt nach oben läuft, das sind dann natürlich schöne Anhaltspunkte, wo man sagen kann, hier läuft der Markt dann ran. Und das sind dann die dynamischen Sachen, wo wir schön nach oben mit dem Markt mitlaufen können und uns sagen, dass wir müssen jetzt nicht permanent auf den fahrenden Zug aufspringen, sondern wir können schauen, wann hält er denn mal an, dass man einsteigen kann und dazu können wir natürlich sehr, sehr schön vom Setup her die Dinge nutzen, die wir hier im Markt auch haben, um hier aus den Korrekturen heraus in die Dynamik entsprechend auch einzusteigen. Man muss halt auch das Ganze auf die einzelnen Handelszeiten und den einzelnen Handelssetup bzw. Handelsstil auch mit ansprechen. Das also zu den entsprechenden Märkten für die heutigen Handelsideen. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt wieder zurück auf die Planung für die nächste Woche. Und da schauen wir mal auf die wichtigsten Termine in der nächsten Woche. Bitte jetzt hier nicht verwundert die Augen reiben. So viel ist es nicht. Ich habe jetzt hier
die wichtigsten Termine für Sie rausgesucht. Das mache ich immer übrigens in der Wochenvorausschau hier auf investing.com. Nehme ich mir immer den Wirtschaftskalender raus und plane die nächste Woche entsprechend so vor, dass ich das hier bei den Einstellungen, in den Filtereinstellungen so mache, dass ich mir die wichtigsten Länder entsprechend raussuche, die ich sehen möchte sozusagen. Das heißt, hier gibt es ja Standardeinstellungen in diesem Bereich und ich nehme mir dann die raus, die ich brauche. Das sind dann meistens Deutschland, Europa und die USA. Dann sage ich, okay, ich möchte für die Wochen, Vorausschau nur die allerwichtigsten sehen und danach klicke ich auf das Ganze anwenden und los geht das. Jetzt sind hier natürlich, weil das nicht gespeichert war, doch eine ganze Menge weitere Dinge auch drinnen, aber über diese Art und Weise mache ich sozusagen meine entsprechenden Märkte in der Planung, wie das Ganze ausschaut, wo Nachrichten kommen, um so ein bisschen ein Gefühl dazu bekommen, was läuft denn hier rein, können sich die Märkte sozusagen auf bestimmte Situationen einstellen. Das heißt, hier schaue ich auch, könnte es sein, dass irgendein Index oder irgendeine Währung beginnt, etwas einzupreisen, also gewisse Erwartungen auch einzupreisen. Das ist übrigens auch etwas, das kann ich gerne mal in einem der Education-Webinare machen, wie man sich auf solche Marktnachrichten vorbereitet, woran man sehen kann, was der Markt macht, wie er gewisse Dinge einpreist. Das sieht man nämlich. Das sind Dinge, die kann ich gerne einmal beleuchten. Da wäre es schön, wenn es einfach ein kurzes Feedback mal gibt, dass ich weiß, was Sie auch sehen wollen an edukativen Inhalten, weil das können wir ja doch sehr individuell an Ihre Wünsche mit anpassen. Gut, also das zu diesem Thema nächste Woche. Was steht an? Am Dienstag nächste Woche, am 5. Juni, gibt es den ISM Einkaufsmanager-Index in den USA und dann das Thema Stellenangebote auch noch einmal. Das Stellenangebote in diesem Markt ist ja auch wichtig, weil wenn viele Leute gesucht werden, ist das immer gut, weil man merkt, dass die Wirtschaft wirklich auch brummt. Und dann gibt es am Mittwoch, den 6. Juni, wieder das Thema am Nachmittag der Rohöllagerbestände. Und damit würde ich sagen, schauen wir dann mal auf die großen Indizes. Einfach nur mal, um kurz zu prüfen, was ist denn hier in der Woche passiert? Wir hatten ja doch gerade in Europa einige deutliche Kursrücksetzer. In den USA ist das Ganze nicht so schlimm gelaufen. Es ist ein anderer Markt und aus diesem Grund schauen wir einfach mal drauf, was hier gerade passiert. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen mal mit unserem deutschen Index an. Das heißt, wir schauen hier einfach mal in den DAX und das Ganze mache ich wie immer für Sie so, dass wir den Chart auch wieder in weiß sehen. Das heißt, ich lade mir einfach mal den weißen Chart hinein und dann schauen wir hier in den Tageschart, um blenden gleich mal noch den wichtigen 200er Tagesdurchschnitt ein. Das ist ja der, der auch häufig immer schöne Beachtung auch findet, gerade für das Mittelfristige. Wir hatten diesen Index ja auch schon des Öfteren beleuchtet. Jetzt muss ich nur schauen, dass wir hier rein das Ganze bekommen. Also, was haben wir hier an Situationen? Sie sehen es selbst. Nummer 1, diejenigen von Ihnen, die auf gleitende Durchschnitte schauen, die werden mitbekommen, okay, wir haben jetzt einmal den gleitenden Durchschnitt nach oben durchbrochen, jetzt haben wir ihn wieder nach unten gebrochen. Das heißt, wir testen diesen gleitenden Durchschnitt immer mal wieder auch auf seine Nachhaltigkeit. Das ist ein ganz normales Verhalten, was wir hier in diesem Markt sehen. Das ist der erste Punkt, wo man sagt, okay, das ist schon, ja, es ist ein bisschen blöd jetzt für diejenigen, die sich sagen, okay, wir haben hier schön einen nach oben laufenden Markt. Jetzt ist der Markt hier so massiv zurückgekommen. Ne? Wir waren ja bei 13.200 Punkten. Jetzt sind wir hier runtergelaufen bis auf 12.540 Punkte. Ist ein bisschen ungünstig für den einen oder anderen, weil der Markt halt massiv nach unten gegangen ist und der hier spät eingestiegen ist. Naja, wir weiß es nicht. Aber was hier für uns wichtig ist, ist, wir schauen einfach mal auf die Großwetterlage. Und die ist in meinen Augen momentan echt hervorragend. Also mir gefällt diese Situation sehr, sehr gut. Das ist meine persönliche Meinung. Was gefällt mir an dieser Situation schön? Wir sind in dem aktuellen Aufwärtstrend, ja, immer wieder in Bewegungen und Korrekturen unterwegs. Und wenn wir hier so eine starken Bewegung nach oben sehen, dann kommt es halt auch irgendwann wieder zu einer Korrektur. So, deshalb ist es halt wichtig, dass wir diese Trendverläufe auch gut erkennen können. Und was wir hier momentan sehen ist, wir stehen in einer schönen, tiefen Korrektur. Das heißt, der Markt ist jetzt hier mit Blick auf diesen großen, übergeordneten Trend nach oben schön weit in die Korrektur hineingelaufen. Wir können hier gerne auch mal den entsprechenden Filter reinziehen. Wir sind ja von unten nach oben gekommen. Und dann sehen wir jetzt hier halt, wir haben eine Korrektur mittlerweile im Tief hier gehabt von gestern bei um die 75%. Das ist total entspannt, weil wenn wir jetzt hier eine Umkehr bekommen, Sie sehen, wir sind hier in dieses Ausbruchslevel hineingelaufen. Das heißt, dieser Bereich hier, das war ja der Bereich um
um die 12.600 Punkte, wo dieser Aufwärtstrend entstanden ist, wo der Markt diese 200er-Tage-Linie überschritten hat und wo wir jetzt momentan auch notieren. Das heißt, der Markt testet gerade diesen Ausbruch. Er hat sogar noch Luft in Bezug auf diesen Trend hier vorne, bis in den Bereich von den knapp 12.300 Punkte runterzulaufen. Also die Korrektur kann hier auch noch tiefer laufen, wenn der Markt hier es für nötig erachtet, das Ganze zu tun, bis halt runter auf die 12.300 Punkte Marke, wo dieses Tief hier unten liegt, ohne diesen Trend kaputt zu machen. Das heißt, hier schön entspannte Geschichte, ist natürlich momentan ein bisschen spät noch auf die Short-Situation zu setzen, weil wir sehr tief schon gelaufen sind. Das ist ganz klar, hier kann es jederzeit zu einer Umkehr kommen, weil der übergeordnete Trend ja in die Long-Richtung verläuft. Das heißt, hier ist alles schick, der Markt ist weiterhin für mich im grünen Bereich, wir sind in einer schönen tiefen Korrektur hier angekommen. Und was jetzt schön wäre, wäre halt die Situation, dass der Markt wirklich wieder über diese 200er-Tage-Linie drüber geht, relativ zeitnah. Das wäre doch sehr charmant und das wäre dann doch ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer lieber den Markt nach oben als nach unten entsprechend nehmen würden. Und damit würde ich ganz gerne in den nächsten Markt mal reinkommen. Wir schauen uns mal den US-Markt an und da habe ich Ihnen ja auch gesagt, da sieht die ganze Sache etwas entspannter aus. Wir haben hier bei Weitem nicht diese massiven Rücksetzer gesehen durch diese politische Börse, wie wir sie in Europa hatten. Wir haben hier in diesem Bereich momentan im S&P 500 ein für mich sehr, sehr interessantes Korrekturmuster, was sich hier gebildet hat. Und zwar, Sie sehen es hier, bildet sich hier so eine leicht abwärtsgerichteter Trendkanal nach unten. Das ist in diesem Bereich doch ein relativ bullisches Zeichen. Das ist, es ist ein bullisches Korrekturmuster, was wir hier aktuell auch sehen. Nach diesem Aufwärtsmove, den wir hier hatten, der Markt steht auch schön in einem Aufwärtstrend. Auch den zeichne ich Ihnen mal ganz kurz noch mit ein. Also er hat ja hier sozusagen unten angefangen, hat hier sozusagen die erste Bewegung gemacht. Die war auch untergeordnet in einem Trend zu sehen. Das kann man also im Gesamt auch gerne als Trend sehen, dass man halt nicht das als Bewegung sieht, sondern diesen Aufwärtstrend hier als Bewegung sieht, dann hat man den Move nach unten gehabt, da gab es noch einen Gegentrend hier in diesem Bereich, das heißt im übergeordneten Bild haben wir hier auch schön einen Aufwärtstrend, der nach oben läuft und momentan halt einfach das Korrekturmuster bildet und wenn sich das Ganze positiv gestaltet, dann würden wir hier aus diesem Korrekturmuster auch den Aufwärtsmarkt sehen. Sie sehen auch, wie weit dieser Markt hier noch von der 200er-Tage-Linie durchläuft, das heißt, wir haben jetzt hier mehr oder weniger seitwärts mit einer leichten Abwärtstendenz und wenn der Markt wieder hier oben rausspricht, wäre das doch interessant, weil wir haben jetzt im kurzfristigen Bereich, wenn dieser Bruch kommen würde, Sie sehen es hier auch an den Hochs, wir haben ja relativ nah die entsprechenden Tageshochs liegen, das könnte schon für einen Move sorgen, dann wenn wir hier oben drüber laufen, setzen wir sozusagen diese Trendbewegung hier entsprechend fort und hier oben liegen dann schon wieder die nächsten Anlaufpunkte, die wir im Markt haben, nach oben hin, also auch hier im S&P 500 eine schöne Situation, ein schönes Bild, was wir hier nach oben laufen sehen können. Im Dow Jones sieht das Ganze ein klein wenig anders aus. Sie sehen es auch hier, die Indizes in den USA, die laufen nicht alle hundertprozentig gleich parallel. Wir sind hier in diesem Bereich momentan auch noch innerhalb vom Trend unterwegs. Wir sind hier in einer Bewegung, beziehungsweise in einer Korrektur der vorangegangenen Bewegung und die ist dann schon doch deutlich tiefer gelaufen, als wir das im S&P 500 gesehen haben. Aber auch hier haben wir sozusagen übergeordnet im großen Bild weiterhin schön den entsprechenden Aufwärtstrend, der jetzt aktuell korrigiert wird. Aber übergeordnet ist das Bild nun mal weiter long und Umkehrsignale in die steigenden Kurse könnten hier schon dazu genutzt werden, dass der Markt hier oben ranläuft und auch hier haben wir dann, wenn der Markt rumdreht, die entsprechenden Hochs, der Tageshoch schon wieder liegen und der nach oben laufende Markt ist dann entsprechend auch gegeben. Also auch hier momentan nur eine Korrektur im aktuellen Aufwärtstrend, das ist gut zu sehen. Auf der technischen Seite sehen wir das ganze Bild deutlich anders. Hier haben wir wirklich wieder einen Index, der sehr, sehr, sehr stark ist. Was macht diesen Index so stark? Schauen Sie sich mal den S&P 500 oder den Dow Jones an am US-Markt. Da haben wir das Bild ja gerade gehabt. Da haben wir laufende Korrekturen und die etwas weg sind noch vom aktuellen Trend hoch. Schauen Sie sich, was der Nasdaq hier der Nasdaq an dieser Stelle macht. Wir sind hier oben schon wieder in diesen Bereich reingelaufen und wir haben hier ein interessantes Korrekturmuster sozusagen hier an dieser Stelle, dieses ansteigende Dreieck nach diesem starken Move. Also Sie sehen es auch hier, zeichne ich Ihnen das mal ein, übergeordnet diesen entsprechenden Aufwärtstrend hier in diesem Markt. Der ist stark nach oben gelaufen und dieses Korrekturmuster, was wir jetzt sehen, ist wirklich sehr, sehr interessant.
Das ist sozusagen auch ein sehr bullisches Korrekturmuster und ein Bruch nach oben würde dann natürlich wahrscheinlich weitere Käufe nach sich ziehen. Also das ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie stark dieser technologielastige Index hier entsprechend ist. Und wir sehen es auch, wenn der Bruch kommt, hier liegt das nächste Tageshoch und jetzt liegen hier ein paar Tageshochs auch nebeneinander an. Das kann schon für einiges an Dynamik sorgen, wenn dieser Bruch in diesem Index dann entsprechend auch kommt. Also hier alles im grünen Bereich auch, also am US-Markt, Sie sehen es, ist die Lage auch sehr entspannt momentan und wir Trader werden, wenn die politischen Situationen jetzt Stück für Stück weg sind, Herr Trump beispielsweise hat ja auch wieder für einiges Politisches in diesem Bereich gesorgt mit seinen Zöllen auf die auf Aluminium und Stahl für die Einfuhr. Muss man sehen, was daraus wird. Wir werden sehen, wie es die Märkte spielen. Etwas politische Sachen sind immer dabei, die Märkte auch negativ beeinflussen können, im schlechtesten Fall. Das muss man immer auf der Uhr haben. Aber die technische Situation sieht hier auch gerade bei diesem Index wirklich hervorragend aus. Und ein Bruch nach oben wäre dann die logische Konsequenz an dieser Stelle. Das also zur Analyse der heutigen Indizes und mit diesem Blick auf den US-Tech-Index Nasdaq würde ich dann ganz gerne, wie ich das beim letzten Mal auch gemacht habe und heute auch angekündigt habe, kurz eine technische Unterbrechung dieses Webinars hier machen. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die sich das Video dann im YouTube-Kanal anschauen, die sehen dann zwei Videos. Das ist jetzt mal der eine Teil gewesen. Jetzt kommt der edukative Teil. Und den werde ich dann für Sie jetzt kurz technisch unterbrechen und dann den nächsten Teil dann entsprechend auch ansprechen.